Bist diesen Kannibalen fast in die Falle gelaufen, was, Jungchen? Was heißt das denn? Gut, dass sie in dir ihren Meister gefunden haben. Ein Moment länger und sie hätten mich über dem Feuer geröstet. Bitte, gib mir doch auf den Schreck einen aus. Ja, was ist denn los, mein Gutster, hä? Ich hab gerade nichts bei mir. Ach, Mann. Macht nix. Ich hab ja auch nix. Dann sind wir schon zwei. So, jetzt hole ich noch einmal tief Luft und hoffe, dass du wirklich jeden erwischt hast. Du siehst noch nicht so alt aus, darum lass mich dir sagen, früher hätte es eine solch verkommene Bande nicht gegeben. Jo, erzähl mir doch was von früher, Mann. Gibt es etwas, was man für dich tun kann? Nein, nein, ich komm schon klar. Verschwende deine Energie nicht an einem alten Knochen wie mir. Das Einzige, woran ich interessiert bin, sind Geschichten. Und ich denke, du wirst mir kaum etwas erzählen können, das ich noch nicht weiß. Alles klar. Ich könnte dir etwas über die Alps erzählen. Kaum jemand weiß etwas über ihre Hintergründe. Ich schon. Jetzt hast du mich neugierig gemacht. Dann lass mal hören. Alps agieren häufig nicht auf eigene Faust, sondern besitzen ein ausgeprägtes Gruppenverhalten. Der Begriff der Schwarmintelligenz greift jedoch zu kurz, was die Alps angeht. Jeder Alp kann frei handeln. Doch durch den stetigen Elix-Einfluss vertreten viele Alps eine einhellige Meinung. Aber es gibt auch jene, die alleine handeln, richtig? Korrekt. Das sind die Elixitoren. Sie gehören zur obersten Kaste. Wirklich interessant. Gibt es noch etwas, das du mir über sie erzählen kannst? Ja, klar. Darüber hinaus gibt es noch die Feldherren. Sie koordinieren die Abläufe und versuchen, jeden Widerstand im Keim zu ersticken. Du meinst solche wie die Bestie von Xakor? Er schien sich einen besonderen Namen in ihren Reihen gemacht zu haben. Ja, aber er ist ein Kapitel für sich. Schön, dass du mich kennst. So viel kann ich dir verraten. Und? Weiter? Das ist ja lustig. Die Alps besitzen ein weitaus höheres technisches Verständnis als die Kleriker. Auch wenn sie erst durch das Elix entstanden sind, sind ihnen Fragmente aus der alten Welt erhalten geblieben. Fragmente? Du meinst Wissen? Exakt. Dieses Wissen haben sie von einer Quelle großer Macht bekommen. Sie haben jedoch kein großes Interesse daran, den Zustand von einst zu rekonstruieren. Warum nicht? Weil dieser Wunsch menschlich ist und sie sehen sich nicht als Menschen. Ah, ich verstehe. Sonst noch etwas? Mehr gibt es nicht zu sagen. Das war sehr aufschlussreich. Vielen Dank. Mensch, du, den finde ich echt lustig, den Akzent da, den nordischen. Was haben wir denn sonst noch? Warum hat es dich hierhin verschlagen? Der Leuchtturm ist schuld, Junge. Leuchttürme üben seit jeher eine große Faszination auf mich aus. Ja, das glaube ich. Sie sind das Sinnbild für Hilfe und Orientierung, ein Wegweiser in der Not. Weißt du, in meinem Alter hat man genügend Anführer kommen und gehen sehen. Da schlage ich mich lieber auf eigene Faust durch und kratze meine Splitter anderweitig zusammen. Tut das not, dass du hier mit dem Zahnstocher rumfuchtelst? Mutig für jemanden in deinem Alter. Vielleicht auch zu mutig. Bevor ich hier ankam, habe ich nicht weit von hier ein paar Schrottsammlern meine Hilfe angeboten. Ihr Auftraggeber verschleißt seine Leute wohl am laufenden Band. Und da war meine Unterstützung sehr willkommen. Doch dann hat uns des Nachts ein Haufen Kleriker überfallen. Und auf einen Kampf wollte ich es nicht ankommen lassen. Darum habe ich mich erst einmal zurückgezogen. Was mir gerade einfällt, ich glaube, wir müssen mal mit der Cindy reden. Die hat uns hier in einen Hinterhalt gelockt, die Drecksau. Und war doch Cindy, oder? Und wir haben der geholfen da, ihren Liebsten. Also irgendwie, naja gut, man wird hier nur verarscht, das merke ich schon. Wobei, der Typ ist mir wiederum jetzt echt sympathisch. Die Geschichte ist noch nicht zu Ende, nehme ich an. Nein, ich habe mich leider zu einer Dummheit hinreißen lassen. Da ich ohne Nahrung noch älter ausgesehen hätte, als ich eh schon bin, habe ich ihm heimlich ein wenig Nahrung abgezwackt. Scheinbar erwarten sie keinen Angriff und fühlen sich so sicher, dass ihre Achtsamkeit nachgelassen hat. Der Haken an der Sache ist jedoch, dass ich ihrem Anführer im Schutz der Dunkelheit auch die Waffe abgeluchst habe. Manchmal sind diese alten Knochen noch flink genug für solche leichtsinnige Aktionen.
Und bevor du fragst, ich habe mir nicht viel dabei gedacht. Es war einfach zu verlockend. Jetzt ist der Haufen sicher alarmiert und knüpft mich auf, wenn sie ins Jagdhorn blasen. Oh. Darum dachte ich auch, der Leuchtturm wäre ein gutes Versteck. Aber du weißt ja, wozu das geführt hat. Na. Gib mir die Waffe des Klerikers. Warum sollte ich sie dir geben? Weil ich dir geholfen habe? Weil ich sie haben will. Hm, ich brauch das Ding nicht wirklich. Also lass uns einfach tauschen. Ich kriege von dir etwas Elexit und du die Waffe. Du bist kein Kämpfer. In meinen Händen ist sie besser aufgehoben. Recht hast du. Ich sollte es bei der Schrottsuche belassen. Hier, nimm das verdammte Ding. Schön, Volkmars Waffe. Das ist okay. Erzähl mir von früher. Nur zu gern. Was möchtest du wissen? Ach du Scheiße. Erzähl doch mal irgendwas. Was weißt du über Tavar? Tja, das Ödland kannte seinerzeit weitaus mehr Zivilisation, als man denken mag. Ist das so? Aber als der Meteor kam, hat er nur noch eine Wüste hinterlassen. Nahezu alles wurde zerstört oder verschüttet. Einige Gebäudekomplexe konnten sich dennoch dieser Gewalt widersetzen. So zum Beispiel das Fort. Mhm. Vielleicht wusstest du es noch nicht, aber Logan, oder der Duke, wie er sich heute nennt, sitzt auf einem Pulverfass. Denn schon damals war das Fort ein Stützpunkt, in dem massenweise Waffen gelagert wurden. Oha. Alles klar. Was für Waffen? Ich bin kein Experte, aber dass sie gefährlich sind, ist sicher. Auf jeden Fall zerstörerischer als alles andere, was wir heutzutage kennen. Woher willst du das wissen? Weil die Abschussvorrichtungen Bände sprechen. Zusammengefasst kann man über Tavar nur noch Folgendes verlieren. Eine Einöde, die kein Erbarmen kennt. Okay. Ich will mehr über die einzelnen Gemeinschaften erfahren. Oh, da sprichst du etwas an. Ihre Gründungszeit liegt weit hinter uns. Bevor der Meteor eingeschlagen ist, gab es die heutigen Gemeinschaften noch nicht. Aber mit ihm und dem Elex veränderte sich alles. Wenn kaum Rohstoffe vorhanden sind, streiten sich die Überlebenden um das, was übrig ist. Und weil der Mensch nun einmal Führung braucht, schließt er sich oftmals einer Gruppierung an. Das ist rein praktischer Natur. Man bekommt wieder eine neue Aufgabe und lebt einfach sicherer, als wenn man auf eigene Faust versucht zu überleben. So ist das. Und weiter? Tja, so kam es zu den Territorialkriegen. Die Territorialkriege. Jeder wollte ein Stück vom Kuchen. Und je mehr Blut vergossen wurde, umso mehr kristallisierten sich die Gemeinschaften heraus. Doch anstatt, dass man sich untereinander einigte, fochte man weiter. Der Preis war hoch und so ging das Sterben weiter bis zu dem Punkt, wo die Vernunft Oberhand gewann. Um dem Blutzoll Einhalt zu gebieten, wurde ein Nicht-Angriffspakt beim großen Konzil von Magalan beschlossen. Super. Okay. Ach komm, ich habe genug gehört. Immerhin hast du zugehört. Das ist nicht selbstverständlich heutzutage. So sieht's aus. Was weißt du denn über die Berserker? Was weißt du über die Berserker? Die Kerle waren nicht immer so linientreu, wie sie sich geben. Ihr Aha. Gesetz existiert erst, seitdem dieser Thorald ihnen seine Ansichten untergejubelt hat. Ach Jetzt so? Ist er eine Art Heiliger für sie und wird nur noch der Pilger gerufen. Das zurückgezogene Leben und ihre selbst auferlegte Abschottung scheinen neuerdings Risse zu bekommen. Man sieht sie immer öfter Edan verlassen. Scheinbar sind die Weltenherzen der Grund. Mehr kann ich dir über sie allerdings nicht erzählen. Nur eines ist gewiss. Ihre Magie ist mächtig. Lass dich nicht von ihrer Lebensweise täuschen. Okay. Wie steht es um dein Wissen über die Kleriker? Sie konnten am meisten Technik aus der alten Zeit konservieren. Und diesen Wissensschatz horten sie wie eine Mutter ihre Jungs. Ihr Aberglaube an ihren Gott ist nichts weiter als Hokuspokus.
Ich bin mir sogar ziemlich sicher, dass er nicht einmal vor der Zeit des Meteoreinschlags existierte. Tja. Aber sollen sie ihren Götzen doch anbeten. Mir kann es egal sein. Hm. Mehr muss ich nicht über sie wissen. Du hast wohl noch etwas vor, wie? Oder langweilen dich meine Erzählungen? Ja, sowohl als auch. Das Leben zieht viel zu schnell an einem vorbei. Okay, er redet jetzt gar nicht mit mir. Wir sammeln hier noch ein bisschen. Hä? Weg ist er oder was? Achso, nee, der wohnt jetzt hier. Das Leben zieht viel zu schnell an einem vorbei. Okay. Na gut. Also er scheint sich hier wohl zu fühlen und wir gucken mal, ob wir jetzt hier irgendwie reinkommen. Ich glaube, wir müssen wohl da hoch. Also reinkommen wir hier schon mal nicht. Ich muss da hoch. Okay. Das hat nicht gereicht. Ah, hier. Nein! Hör auf! Nein, hör doch auf! Ah, leck mich der Prinzen. Mann, dieses zweimal nach vorne drücken, das ist echt zum Kotzen. So funktioniert. Warum? Ach, ich krieg's auch nicht hin. Geh nochmal hier oben. Auf da. Oh, Leute. Huch da mit dir. Das gibt's doch nicht. Ach, Mann, ey. Bin zu ungeduldig. Ich will wissen, was es da gibt. Zweimal nach vorne. Wow. Okay. Ja. Da kommt man nicht rein. Fuck it, ey. Ich hätte das speichern sollen, wenn ich da oben bin. Leck mich doch nochmal. Ach, scheiße. Fluch und Segen. Fluch und Segen, dieses Jetpack. Komm, alter Mann, diese verkackte Kante. Diese beschissene Kante da. Das gibt es doch nicht. Ich hasse diese Kante. Mann, ey. Oh, ich kann mehr davon essen. Interessant. Alter. Was? Nein, nein, nein,
abspeichern. Das kann doch nicht wahr sein. Ich hasse es. Aber so kann ich meine... Jetzt weiß ich, wie ich meine Lebensenergie hochkriege. Ich kann mehrmals futtern, da muss man ja auch erstmal wissen. Come on! Oh, was ist los? Fick dich! Ich hasse es. Das ist ja echt zum Kotzen da. Nee, so nicht. Nochmal. Es gibt's doch nicht. Nochmal. Es tut mir leid. Nochmal. Mando. Ich hab doch gerade gespeichert, da war das schon viel voller. Leck mich doch. Ich hasse diesen Jetpack. Mal speichern. So. Geh mal weg. Hallo? Wieso komme ich da nicht hoch? Ach. Was ist das für ein Dreck? Was war das denn jetzt für ein Dreck? Wieso Alter. Ah, alles klar. So, jetzt gucke ich mal hier rum. Oh. Verschlossen. 100. 200. 300. Ich bin jetzt schon begeistert. 400. Enter. Code 4, 8, 5, 9. Das war nichts. Jetzt weiß ich trotzdem nicht. Jetzt weiß ich... Das war nichts. Ich habe noch keine Ahnung von diesem Hacken, ne? Das war nichts. Gucken wir mal hier. Energiezellen. Ein Foto. Aha. Sollen das noch ein paar Entwickler sein? So, was war jetzt hier mit dem Auftrag Diebesgut? Der ist abgeschlossen. Na, okay. Das Problem ist halt... Was ist das denn hier? Konrad, was habe ich denn da jetzt angenommen? So, Big Bang, ja. Das Problem hier, ich muss mal raus. Ich würde gerne an diesen Tresor kommen. Nirgendwo mehr irgendwas? Scheinbar nicht. Das war nichts.
Man sieht aber auch nichts. Das war nichts. Das ist so total scheiße. Das war nichts. Das war nichts. So, ich kann jetzt hier auch nicht auf die Schnelle mal eben was lernen. Mist, ich hätte gern dieses Hacken, aber ich hoffe, ich merke mir diesen Tresor hier. Ich hoffe, ich merke ihn mir. So, wir gehen jetzt mal zurück. Wobei, welche Aufgabe wollte ich jetzt machen? Hier war da noch irgendwas in der Nähe, ne? Hier, Proviantlieferung. Die muss ich dem Dings wieder abgeben, ne? Das können wir auf jeden Fall machen. Dann versprengte Einheit, die war da oben. Und dann lange Finger, die waren auch nicht da. Technische. Hey, hier war doch irgendwas. Habe ich doch aber doch gesehen. Egal, komm, wir gehen das mal zurück. Das geht zum Glück schnell. Jetzt bin ich bei ihmchen. Geronimo! So. Jetzt pisst der hier. Ist doch nicht zu fassen. Alles Wildpisser. Solange der da am Rumpissen ist, ne? Wenn der pisst, ist er selber schuld. In die Sachen weg. Man gönnt sich ja sonst nichts unter Outlaws, ne? Oh, ich habe deine Klamotten, Pisser. Ich habe dein Fleisch von Ryder dabei. Ah, endlich. Her damit. Du weißt gar nicht, wie lange ich schon darauf warte. Das sollte mich die nächsten Wochen erstmal überm Sand halten. Wird das Zeug nicht schlecht? Ich hab da so meine Methoden, das Fleisch frisch zu halten. Du pinkelst drauf, oder? Sag mir mal, was du als Belohnung haben möchtest. Ich hätte hier eine alte Waffe. Stims oder meine letzten paar Splitter, wenn du darauf bestehst. Gib mir die Splitter, das werden bestimmt nur 50 sein. Ich nehme die Stims. Auch nicht schlecht. Neue Waffe kann nicht schaden. Oh, Baby. Eine neue Waffe kann nicht schaden. Kein Problem. Hier, nimm. Armbrust. Hä? Oh, Überleben 10, alles klar. Okay. Was habe ich denn da jetzt für eine Armbrust bekommen? Schaden 28. Den Bogen, den wir haben, der macht 34. Aber hier haben wir noch Explosivbogen. Das ist ja cool. Wir haben jetzt eine Armbrust. Leck mich fett. Das ist aber schön. So, 21 von 25. Also, da können wir bald drauf setzen. Das freut mich. Ja, geh. So, wen haben wir hier? Gemischtwarenhändler. Wo ist denn hier jemand? Persönlichkeitslehrer. Okay, wir gehen zum Persönlichkeitslehrer. Warte mal, wo ist der?
Chloe ist das. Scheiße. Uah! Shit, muss ich wohl darüber? Und da ging es nicht rüber. Nein. Nein, 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 nein. Wir müssen den Weg nehmen. Warum bin ich fast tot? Kann mir das jemand sagen? Ich glaube, ich sollte mal irgendwo pennen. Bill! Meine Tage hier sind bald gezählt. Kann ich mich mal hier schlafen legen? Ah, so ist es schon besser. Ich fühle mich direkt wieder entspannter. So, Chloe war hier, ne? Na, du redest doch nur Blödsinn. Okay. Irgendein Outlaw. Okay, wo ist Chloe? So, ich muss auch wieder los. Ich ignoriere das einfach mal. Bring mir etwas bei. Na gut. So, jetzt kann ich endlich diesen Scheiß hier lernen. Worauf wir die ganze Zeit gespart haben. Ich hoffe, das zahlt sich aus. Handwerkstheorie. Kampftheorie. Erhöht dein Kampfwert. Falscher. Ist vielleicht auch nicht schlecht. Oh, du bekommst mehr Erfahrung für erledigte Missionen, Praktika? Da brauchen wir also Gerissenheit noch nach oben. Bücherwurm, erfahrene Jäger, Attributspunkte. Ja, ich werde... Wir werden gucken. Wir werden uns Elex... Was ist denn für eine Musik? Wir werden uns Elex besorgen. Und damit... Ich muss los. Was ist das hier? Ich muss dann auch los. Gut. Wie gesagt, wir werden uns Elex besorgen und dann schau mal. Energiegesundheit, okay. Du bist der Erste, der es kapiert hat. Du musst nicht alles glauben, was man so rum erzählt. Schlaf einfach noch mal eine Nacht drüber. Wenn sich das jeder erlauben würde. So, ich muss los. Beschweren die sich denn nur, weil ich hier ein Brot nehme oder was? Kackt euch doch mal ins Hemd. Ist ja nicht verboten, ne? So. Okay, jetzt haben wir das endlich nach oben gepusht. Und nun? Wie weit sind wir denn jetzt eigentlich? 12. Und jetzt könnten wir als nächstes machen. Big Bang, das ist... Das lassen wir erstmal. So. Hauptmission. Nacht. Die Macht der Mitte. Das ist natürlich auch so ein Rachefeldzug. Gefühlschaos. Assimilierung fremden Guts. Was war das nochmal? Was? Ach so, alles klar. Da muss ich mich jemanden anschließen. Und Gefühlschaos, ich habe keine Ahnung. Das sind aber auch die Hauptmissionen. Die kann ich jetzt auch mal schließen. So, und das hier.
Fuck.